Amazon möchte, genau wie SpaceX, eine Mega-Internet-Satellitenkonstellation aufbauen. Das Projekt heißt Kuiper und soll aus insgesamt 3236 Satelliten im niedrigen Erdorbit bestehen. Dafür hat Kuiper nun insgesamt 94 Starts bei der eigenen Schwester Blue Origin, ULA, Ariane Space und ABL eingekauft. Du siehst schon, es fehlt ein wichtiger Player in dieser Aufzählung. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns an, was die Parallelen zwischen Starlink und Kuiper sind, wo die Unterschiede liegen und warum sich Kuiper so bewusst gegen SpaceX entschieden hat. Die Gründe dafür sind vielfältiger als du denkst, denn es geht hier nicht nur um die Rivalität zwischen Elon Moschus, das wäre Elon Musks Nachname, wenn er Deutscher wäre, und Jeff Hu Bezos, sondern um viel mehr als das. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um einen Vergleich zwischen Kuiper und Starlink anzustellen, aber gleichzeitig auch die begünstigten Trägersysteme und ihren Entwicklungsstand zu beleuchten. Denn keiner der ausgewählten Raketen ist augenblicklich betriebsbereit. Mach dich bereit auf eine vollgepackte Folge und sei gewarnt, wir werden viel mit Zahlen jonglieren, damit wir uns einen Überblick verschaffen. Na? Neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Fangen wir mal mit den Eckdaten an. Kuiper ist eine Tochter von Amazon. Ihr Ziel ist es, eine Mega-Internet-Satellitenkonstellation bestehend aus 3236 Satelliten im niedrigen Erdorbit aufzubauen. Genau wie SpaceX's Starlink. Nur, dass Starlink über 12.000 Satelliten in Betrieb nehmen will. SpaceX hat theoretisch die Genehmigung für rund 40.000 Satelliten. Kuiper möchte diese 3200 Satelliten in den nächsten 5 Jahren in die Erdumlaufbahn bringen. SpaceX hat heute schon über 2300 Starlink-Satelliten im Orbit, wovon etwa 2100 noch in Betrieb sind. Der Rest wurde in der Atmosphäre zum Verglühen gebracht. Der Unterschied zwischen Internet-Satelliten im niedrigen Erdorbit und anderen in geostationären Orbits ist die Höhe und damit die Latenz. Denn je näher der Satellit an der Erde ist, desto kürzer brauchen die Signale, um zwischen Sender und Empfänger zu wandern. So weit, so gut. Warum braucht Kuiper aber nur ein Viertel der Anzahl an Satelliten von Starlink? Nun, weil die Kuiper-Satelliten größer und leistungsstärker sein sollen. Jetzt fragst du dich vermutlich, wozu, wenn es Glasfaser-Internet, 4G und 5G gibt? Ganz einfach, weil nicht jeder das Glück hat, in einer gut angebundenen Region zu leben. Und das heißt nicht unbedingt, dass diese Menschen arm sind oder kein Geld haben. Das heißt nur, dass manche Regionen so entlegen sind, dass es sich für Internetanbieter nicht rentiert, hunderte Kilometer an Glasfaser für einige wenige Haushalte zu verlegen. Genau auf diese Regionen zielen die Konstellationen ab. Während manche noch immer der Auffassung sind, dass Satelliteninternet langsam ist, hat Starlink bewiesen, dass mit einer Infrastruktur im niedrigen Erdorbit teilweise bessere Downloadraten zu erzielen sind als mit Kabelinternet. Ich sitze in Wien und bin ziemlich zufrieden mit meinem 30-Euro-Internet. Damit erreiche ich eine Downloadrate von etwa 51 Mbit pro Sekunde und eine Uploadrate von etwa 6 Mbit. Die Latenz liegt bei 7 Millisekunden bei mir. Obwohl Starlink erst im Beta-Betrieb ist und ein Sechstel der Satelliten im Orbit sind, erreicht man als Starlink-Kunde wesentlich bessere Down- und Upload-Raten als ich. Und Kuiper verspricht sogar Download-Raten von bis zu 400 Mbit pro Sekunde und niedriger Latenz, die gut genug sein wird, um zocken zu können. Bei Starlink liegt die Latenz im Schnitt bei etwa 27 Millisekunden und die Download-Raten bei 120 Mbit pro Sekunde. Das reicht schon eindeutig, um zu zocken. Ich nehme Zocken gerne als Maßstab her, weil das so ziemlich das härteste ist, was man dem Internet anmuten kann. Ähnliche Latenzraten erwarten wir von Kuiper. Ich finde dieses Projekt echt sehr cool und wichtig für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, aber vor allem für die Erschließung schlecht angebundener Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für diese Regionen. Gerade für junge Menschen, die sich mit der Außenwelt in Verbindung setzen oder einfach nur Hausaufgaben machen wollen. Also gibt es neben den wirtschaftlichen Aspekten auch noch nicht zu vernachlässigende Bildungsaspekte, die mir persönlich sehr wichtig erscheinen. Die Empfangsschüssel soll wie bei SpaceX auch um die 500 US-Dollar kosten. Damit siedeln sie sich preislich genau im gleichen Bereich wie SpaceX an.
Die Schüssel vereint Sender und Empfänger und hat einen Durchmesser von 30 cm. Obwohl ich ein riesen SpaceX-Fanboy bin, und alle wissen das, finde ich es wichtig, dass man ihnen hier nicht den gesamten Markt einfach kampflos überlässt. Sonst bauen sie ein Monopol auf und können in einigen Jahren tun und lassen, was sie wollen, wenn sie erst einmal alle von ihrem Internet abhängig gemacht haben. In der Betriebswirtschaft nennt man diese Vorgehensweise Cornering the Market. Also den Markt erobern, die Konkurrenz vom Markt drängen und dann die Preise nach Belieben anheben. Um dem vorzubeugen, braucht SpaceX ernstzunehmende Konkurrenz. Denn Elon wird nicht ewig leben, um die moralischen Standards hochzuhalten. OneWeb unternimmt im Moment ähnliche Anstrengungen, eine Megakonstellation zu bauen. Ihr Ziel ist es, etwa 650 Satelliten im Orbit zu positionieren. Und das ziemlich erfolgreich. Sie haben im Moment 418 betriebsbereite Satelliten im Orbit. Aber da sie eine andere Zielgruppe haben, werden wir OneWeb heute nicht so sehr im Detail betrachten. Sie sind wegen der aktuellen geopolitischen Lage auf einige Stolpersteine gestoßen, da Arianespace keine Soyuz-Raketen mehr startet. Aber SpaceX war so nett und hat sie noch kurzfristig als Kunden aufgenommen, damit sie ihre Konstellation fertig bauen können. Und natürlich verdient SpaceX dabei den einen oder anderen Rubel. So. Jetzt wissen wir ungefähr, was Kuiper ist und warum das Projekt so wichtig ist. Deswegen schauen wir uns jetzt die brandneuen aktuellen Entwicklungen an. Wichtig ist zu wissen, dass Kuiper eine Ausgründung bzw. die Tochter von Amazon ist. Jeff Bezos, der Kerl, der Amazon gegründet hatte, hat sich mittlerweile als CEO zurückgezogen, um mehr Zeit in Blue Origin, seine Raketenfirma, stecken zu können. Was auch dringend notwendig war, wenn du mich fragst. Er steckt jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar in Blue Origin. Wie viel er in Kuiper steckt, ist nicht wirklich bekannt, aber in dieser Ausgabe werden wir die Lage analysieren und am Ende steht dann eine Schätzung, was die Inbetriebnahme der Kuiper-Konstellation kosten könnte. Beim Space Symposium in Colorado verkündete Kuiper, dass sie 68 neue Startaufträge vergeben haben. Wir kommen gleich dazu, wie sie unter den Startanbietern aufgeteilt sind. Davor ist noch wichtig zu wissen, dass sie bereits letztes Jahr schon 9 Atlas V Starts bei United Launch Alliance oder kurz ULA erworben hatten. Weitere 2 Starts sind an das New Space Unternehmen ABL Systems mit ihrer RS-1 Rakete gegangen. Diese Rakete schafft etwa 1 Tonne in einem niedrigen Erdorbit und soll dabei helfen, die Kuiper Sat 1 und 2 Prototypen noch im 4. Quartal dieses Jahres in den Orbit zu bringen, um alle Systeme zu testen. ABL ist wahrscheinlich einfach froh, irgendeinen Auftrag zu erhalten. Sie werden von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida starten. Der ABL-Vertrag wurde auch bereits vergangenes Jahr abgeschlossen. Im Thumbnail ist die Rede von 100 Starts. Wie komme ich auf diese Zahl, fragst du dich. Zählen wir einmal kurz auf. 2 Starts für ABL und 9 Atlas V Starts. Das sind schon mal 11 bereits vergebene Verträge. Die neue Vergabe teilt sich wie folgt auf. 12 Starts gehen an die eigene Schwester Blue Origin mit ihrer New Glenn Rakete, mit der Option auf weitere 15 Starts, also 27 Starts für die New Glenn, 18 Starts gehen an die europäische Ariane 6. 2 dieser 18 werden mit der Ariane 6.4 mit den Standard P120C Feststoffboostern und die restlichen 16 mit den eigens für diese Missionen weiterentwickelten P120C Plus durchgeführt werden. Der Großteil der Starts ist an die Vulcan Centaur von ULA gegangen. Sie haben 38 Starts erhalten. So, hast du mitgezählt? 2 ABL, 9 Atlas V Starts, 18 Ariane 6, 27 New Glenn und 38 Vulcan Centaur Starts. Nach Adam Riese ergibt das 94 Starts. Dem aufmerksamen Mars-Chroniken-Publikum ist wohl nicht entgangen, dass der weiße Elefant im Raum nicht zum Zug kommt. Du willst vermutlich jetzt wissen, warum Kuiper unreife, unerprobte und viel teurere Raketen begünstigt, anstatt einfach mit SpaceX zu fliegen. Ich bin so froh, dass du das fragst. Das ist echt eine sehr gute Frage. Danke dir. Bevor ich dir diese Frage beantworte, muss ich noch etwas loswerden. Meine Videos stehen dir jederzeit kostenlos zur Verfügung. Sie sind kostenlos und bleiben es auch. Aber die Videos sind nicht kostenlos in der Herstellung. Sie kosten Zeit, Geld und sind extrem aufwendig. Das alles kommt aus meiner eigenen Tasche. Ich mache nun seit 1,5 Jahren YouTube-Videos und verdiene noch immer nicht genug, um davon zu leben. Das heißt, ich lebe immer noch von meinem Ersparten. Hin und wieder bekomme ich schon Werbedeals, aber ich nehme auch nicht jeden Deal an, weil ich nur Dienstleistungen und Produkte bewerben möchte, die ich auch wirklich für sinnvoll halte. So habe ich vor kurzem erst einen Deal abgelehnt, damit ich dich nicht mit etwas Unsinnigem belästige. Wenn du sicherstellen willst, dass ich dir auch weiterhin komplexe Inhalte verdaulich aufbereite, dann freue ich mich
mich, wenn du mich mit einer Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen möchtest. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne bei allen meinen bestehenden Kanalmitgliedern und Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützern für eure Beiträge bedanken. Ihr macht es möglich, dass ich diese Videos produzieren kann. Was auch auf jeden Fall kostenlos, aber unglaublich wertvoll ist, ist ein Like und ein Abo. Danke dir. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema. Lenk mich nicht immer ab. Du wolltest wissen, warum sich Kuiper ausgerechnet für diese nicht betriebsbereiten Raketen entschieden hat. Nun, dafür werden wir jetzt jede Rakete individuell betrachten, denn jede dieser Entscheidungen wurde aus anderen Gründen getroffen. Für ABL hat man sich entschieden, weil sie kleine Nutzlasten transportieren können und für die Prototypenstarts brauchen sie nicht viel mehr. Hier war Kuiper vermutlich in einer guten Verhandlungsposition, denn ABL ist vermutlich froh, überhaupt etwas zu starten. Hat ihnen deswegen wahrscheinlich einen sehr guten Preis geboten. Es werden keine offiziellen Preise genannt, aber wir kennen die Standardlistenpreise der einzelnen Raketen, daher können wir einen vernünftigen Preis herleiten. Ein Start der Eras 1 kostet 12 Millionen US-Dollar. Also gibt Kuiper hier 24 Millionen aus, wenn man den Listenpreis als Berechnungsgrundlage hernimmt. Merkt ihr das? Denn am Ende addieren wir alles zusammen. Jetzt beginnt es interessant zu werden. Die Atlas V Starts, die schon letztes Jahr vergeben wurden, sind vermutlich eine Art Versöhnungsangebot, eine Friedenspfeife der anderen Art. Denn Blue Origin schuldet ULA seit Jahren BE-4-Triebwerke für die neue Vulcan Centaur-Raketen. Und dadurch, dass sie dieses Jahr nicht liefern konnten, hat ULA alle Aufträge des US-Militärs verloren. Was einer Katastrophe gleicht, denn das war der größte und beste Kunde von ULA. Das US-Militär hatte vor einigen Jahren nach der Annexion der Krim durch Russland beschlossen, dass sie sich unabhängig von russischer Raketenhardware machen möchten. Übrigens, mir ist nicht bekannt, wie viele Kuiper-Sets in eine Atlas V passen. Ich schätze irgendwas zwischen 10 und 30. Wenn du etwas genaueres weißt, dann schreib es mir bitte in die Kommentare. Die Atlas V nämlich verwendet in ihrer ersten Stufe ein russisches RD-180-Triebwerk. Und da Blue Origin das Triebwerk versprochen hatte, hatte sich ULA natürlich darauf verlassen. Jetzt liefern sie seit Jahren keine Triebwerke. Vermutlich deswegen wollen sie jetzt die letzten vorrätigen Atlas V Raketen aufbrauchen. Und wer soll dafür zahlen, wenn nicht der Schuldige? Macht Sinn, oder? Nur der Vollständigkeit halber noch, die Atlas V wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts pensioniert, da sie durch die Vulcan Centaur abgelöst wird. Listenpreis für die Atlas V liegt zwischen 110 und 153 Millionen US-Dollar, also im Schnitt bei 131,5 Millionen. Wir multiplizieren mit 9 und erhalten eine Auftragssumme von 1.183,5 Millionen US-Dollar. Also etwa 1,2 Milliarden US-Dollar Vertragssumme. Das bringt uns gleich zur nächsten Rakete. Die Vulcan Centaur von ULA befindet sich noch in der Entwicklung und soll in der ersten Stufe mit zwei BE-4-Triebwerken von Blue Origin betrieben werden. Siehst du, wie sich der Kreis langsam schließt? Die meisten Starts sind an diese Rakete gegangen, denn damit stimmt Kuiper nicht nur ULA milde, sondern spielt sich selbst bzw. seiner Schwester Blue Origin Kohle in die Taschen. Für die 38 Starts wird ULA 76 Triebwerke von Blue Origin kaufen. Kuiper wird auch finanzielle Hilfe dabei geben, eine zweite Verarbeitungs- bzw. Produktionslinie für die Vulcan Centaur am Cape zu errichten, damit sie eine höhere Kadenz, also Startfrequenz erreichen. ULA wird natürlich auch nach der Vollendung der Missionen weiterhin von den Kuiper finanzierten Anlagen profitieren. Also hier wird geschmiert, aber auf eine andere und subtile Art. Die Vulcan Centaur wird 45 Satelliten pro Start in einen Orbit befördern, also insgesamt 1710 Stück. Das wären schon einmal die Hälfte aller Satelliten, die sie hochbringen wollen. Und nebenbei profitieren sie selbst auch noch. Das ist schon klug gemacht. Not macht nun einmal erfinderisch. Das ist alles vielschichtiger, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Ich weiß nicht, wie ernst man diese Aussage nehmen kann, aber Michael Sheetz zwitscherte vom Space Symposium, dass Tony Bruno, der CEO von ULA, mit einem Jungfernflug der Vulcan Centaur bis Ende dieses Jahres rechnet. Ich möchte es nur gesagt haben. Ob du es glaubst, bleibt dir überlassen. Und wie viel kostet so ein Start der neuen, günstigeren Rakete von ULA? Laut Wikipedia wird ein Vulcan Centaur Start zwischen 82 und 200 Millionen US-Dollar kosten. Das ergibt einen Durchschnittspreis von 141 Millionen pro Start. Das ist im Durchschnitt um 10 Millionen US-Dollar teurer als die schon zu teure Atlas V. Aber das sei dahingestellt. Mit 38 multipliziert ergibt das 5.358 Millionen, also rund 5,3 Milliarden.
haben. Nun zu den 18 Ariane 6 Starts. Wie vorhin erwähnt, starten zwei Missionen mit der Ariane 6.4 mit den P120C Boostern. Diese Feststoffbooster werden extra für diese Missionen von der italienischen Avio aufgerüstet, um mehr Schub zu generieren. Sie werden dann P120C Plus genannt. Die schwache Version wird jeweils 35 und die gestärkte Version 40 Satelliten befördern. Also weitere 710 Satelliten, die hier in einem Zeitraum von 3 Jahren in einen Orbit gebracht werden. Stefan Israel, der CEO von Ariane Space, rechnet auch mit dem Jungfernflug der Ariane 6 bis Ende dieses Jahres. Wie gesagt, es bleibt dir überlassen, ob du das glauben willst. Ich bin nur der Überbringer der Nachrichten. Don't hate the player, hate the game. Die Ariane 6 wird vom neuen 750 Millionen Euro teuren Raumfahrthafen in Kourou im französisch-Guyana starten. Den Startplatz haben sie extra für die neue Rakete gebaut. Logisch. Dazu muss ich noch etwas loswerden. Was macht Frankreich noch in Südamerika? Kann jemand bitte in Paris anrufen und Bescheid geben, dass die Kolonialzeit vorbei ist? Die 18 Missionen sollen innerhalb von 3 Jahren absolviert werden. SpaceX absolviert so viele Starts an einem Vormittag. Nein, Spaß. Aber in 2 Monaten geht sich das schon aus bei SpaceX. Was mich irritiert, ist, dass Josef Aschbacher noch vor kurzem meinte, dass es bedenklich sei, dass ein Milliardär über die Hälfte aller Satelliten im Orbit herrscht. Damit meinte er Elon Moschus. Jetzt entwickelt Ariane Space mit ESA-Geldern die Ariane 6 für einen anderen Milliardär weiter, damit er die andere Hälfte der Satelliten im Orbit bringt und über sie herrscht. In anderen Worten, gibt man europäisches Steuergeld aus, um es Amazon recht zu machen. Man ist eben verzweifelt und nimmt jeden Kunden. Es gibt auch in Europa mittlerweile ein Konsortium, das eine Internetkonstellation bauen will. Anstatt sie zu unterstützen, wirft man mit Steuergeld Richtung Amazon. Und plötzlich hasst niemand mehr Amazon. Der Tenor hat sich massiv geändert. Und das bringt uns zum Grund, warum sich Kuiper für die Ariane 6 entschieden hat. Seit Jahren versucht man in Europa, Amazon stärker zu besteuern. Jetzt, wo Kuiper eimerweise Geld in Arianes Pass steckt, erhoffen sie sich, dass man endlich die Klappe hält. Manche meinen, dass dieser Vertrag das Ariane 6 Programm rettet. Ich sehe es eher so, dass man hier einen hoffnungslosen Fall wiederbelebt. Das verlängert nur die Qualen. Aber Jeff Bezos war noch nie für viel Empathie bekannt. Das grenzt schon an Sadismus. Der Ariane 6 Hoffnungen machen und dann beim Leiden zusehen. Bis sie nach 3 Jahren merken, dass keine anderen Kunden kommen. Weil keiner so wahnsinnig ist, derartige Preise zu zahlen, wenn sie auch eine sicherere und erprobte Rakete von SpaceX kaufen können. Und das für einen Bruchteil des Preises. Die Ariane 6 zielte ursprünglich darauf ab, für 70 Millionen Euro zu starten, um kompetitiver zu sein. Aber jetzt liegt der Listenpreis bei subventionierten 115 Millionen Euro. Damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das entspricht etwa 125 Millionen US-Dollar. Wenn man die Zusatzkosten für die Weiterentwicklung der P120C und die Rabatte mit einrechnet, landen wir wieder bei den 120 Millionen US-Dollar pro Start. Und wir multiplizieren wieder. Dieses Mal mit 18. Das ergibt 2,25 Milliarden US-Dollar. Jetzt wird es noch spannender, denn jetzt kommen wir zu den Missionen, die Kuiper seiner Schwester Blue Origin mit der New Glenn erteilt hat. 12 Missionen sind fix vergeben. Jede New Glenn Mission wird 61 Satelliten befördern, also insgesamt 732 Stück. Addieren wir hier die 2420 von der Ariane 6 und der Vulcan Centaur beförderten Satelliten dazu, erhalten wir 3152 Satelliten im Orbit. Die Differenz auf 3236, also 84 Satelliten, werden dann wohl auf die Atlas V entfallen. Das bedeutet, jeder Atlas V wird für 9,3 Satelliten zuständig sein. Aber hier können wir guten Gewissens aufrunden, denn es werden immer mit Sicherheit Satelliten defekt sein und aus der Flotte genommen werden. Daher macht es schon Sinn, dass man die Atlas V mit 10 bis 15 Kuiper-Satelliten bestückt, um Reserven zu haben. Bei Starlink wurden auch bereits über 220 Satelliten aus der Flotte genommen und in der Atmosphäre zum Verglühen gebracht. Genau das plant auch Kuiper mit ihren Satelliten am Ende ihrer Lebzeit. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie viel sie für die New Glenn Missionen blechen müssen. Leider gibt es keine seriösen Angaben dazu, aber wir schätzen einfach. Sagen wir einfach, dass sie zum Selbstkostenpreis starten. Und nehmen wir an, dass der New Glenn Booster ähnlich viel wie die Falcon 9 in der Herstellung kostet, nur ein wenig teurer. Angenommen, eine New Glenn mit wiederverwendbarer Oberstufe kostet Blue Origin in der Herstellung 80 Millionen US-Dollar. Aber mit einem Booster, auch wenn er wiederverwendbar ist, wird man keine vernünftige Kadenz erreichen. Daher rechnen wir mit 4 Boostern, die jeweils alle 3 Monate gestartet werden können. So schaffen sie alle 12 Missionen in einem Jahr zu absolvieren.
welches Jahr, wage ich noch nicht zu prognostizieren. Das gibt uns Boosterkosten von 320 Millionen US-Dollar und hier sind Startkosten für Boden- und Versorgungsanlagen nicht einberechnet. Hier addieren wir noch einmal 20 Millionen für Aufbereitung und Startkosten pro Mission und erhalten Betriebskosten von geschätzten 560 Millionen US-Dollar für die 12 Starts. Wenn wir jetzt nur die Missionskosten für die Raketenstarts zusammenrechnen, bekommen wir einen Gesamtpreis von 9 Milliarden 375 Millionen US-Dollar. Also eine massive Summe. Ich nehme einfach an, dass alle Rabatte von unvorhergesehenen Dingen verschluckt werden. Also Verspätungen, Defekte und ähnliches. Und hier sind die Entwicklungskosten und Produktionskosten der Satelliten gar nicht mit einberechnet. Kuiper gibt auf ihrer Seite an, dass sie für die Konstellation 10 Milliarden US-Dollar ausgeben wollen. Ich vermute, dass die 10 Milliarden in die Entwicklung und Herstellung der Satelliten gesteckt werden. Denn nachdem man die Raketenbetreiber bezahlt hat, bleibt nicht mehr viel übrig, um die Kuiper-Mitarbeiter und Satelliten zu bezahlen. Das bringt uns auf Projektkosten von rund 20 Milliarden US-Dollar. Ob jetzt 18, 19, 20, 21, ist irrelevant. In diesen Größenordnungen macht das keinen Unterschied mehr. Das ist verrückt. Das entspricht 5% des österreichischen Bruttoinlandprodukts. Und Österreich ist ein reiches Land. Sagt ja schon der Name, Österreich. Sorry für den schlechten Joke. Aber das Land ist echt reich. Pro Kopf sogar reicher als Deutschland. Ich will damit sagen, dass das unglaubliche Summen sind, die hier über den Tisch geschoben werden. Es gibt noch einen Begünstigten, über den niemand spricht. Die Rede ist von Beyond Gravity, ehemals bekannt als Ruag Space. Beyond Gravity soll den Satellitenspender bauen. Sie sollen ein Verteilsystem bauen, welches man für alle Raketen verwenden kann. Der Auftrag ist so groß, dass Beyond Gravity dafür extra ihre Produktionskapazitäten in Linköping in Schweden verdoppelt. Ich frage mich, was mit den Produktionskapazitäten passiert, wenn der Auftrag abgearbeitet ist. Ich habe vor einigen Monaten die damals noch unter dem Namen Ruag bekannte Zulieferfirma in ihrem Sitz in Wien-Meidling besucht. War eine coole Erfahrung, aber ich durfte nicht filmen, daher gibt es nur einige wenige Instagram-Stories von diesem Besuch. Jetzt müssen wir uns doch einmal vor Augen führen, dass sowohl alle Vulcan Centaur als auch New Glenn Starts von der Entwicklung der BE-4-Triebwerke abhängen. Beim Space Symposium meinte Tory Bruno, dass er sehr zufrieden mit der Testkampagne der Triebwerke sei. Bob Smith, der CEO von Blue Origin, meinte, sie haben erst letzte Woche ein Testfeuer mit der vollen Missionsdauer erfolgreich durchgeführt. Da die Vulcan Centaur nicht wiederverwendbar sein wird, ist es naheliegend zu glauben, dass Blue Origin zuerst nicht wiederverwendbare Triebwerke für die Vulcan liefert, um die Kunden zufriedenzustellen. Erst dann werden sie Wiederverwendung in Angriff nehmen, um bald auch ihre New Glenn fliegen zu können. Der Vizepräsident von Amazon, Dave Limp, meint, dass sie trotz gigantischer Vertragssumme keine zukünftigen Verträge mit anderen Betreibern ausschließen. Hier kommt wieder SpaceX ins Spiel. Sie möchten sich wohl die Hintertür offen halten. Jeder dieser Betreiber trägt momentan noch das Risiko, nicht starten zu können. In all diesen Fällen bliebe Kuiper und Blue Origin nichts anderes übrig, als auf SpaceX umzusteigen. Genau wie es OneWeb auch schon getan hat. Die Tatsache, dass sie jetzt auf SpaceX verzichten, ist nicht nur eine kindische Trotzaktion, sondern zeigt, dass auch die Satelliten nicht bereit sind. Weitere Gründe sind, dass man aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Risiko streuen möchte. Aber man möchte sich auch in Europa Freunde machen und die Abhängigkeit von einzelnen Betreibern reduzieren. Man möchte natürlich auch nicht den härtesten Konkurrenten füttern. Logisch. Also wir sehen, dass es hier nicht nur darum geht, extra Geld aus dem Fenster zu werfen. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so wirkt. Und das sind nur die Gründe, die sich mir erschließen. Da gibt es vermutlich noch einige andere Dinge, die ich nicht sehe. Was sagst du? Was steckt da noch dahinter? Lass mich in den Kommentaren wissen, was du denkst. Dieses Auftragspaket ist das größte Paket, das in der kommerziellen Raumfahrt je vergeben wurde. Dementsprechend repräsentiert jeder Auftrag für die einzelnen Player den größten Auftrag, den sie je erhalten haben. Verrückt. Und zum Schluss habe ich noch ein Meme für dich. Diese professionell angefertigte Grafik zeigt schön die Beziehungen der Aufträge zueinander. Das verdeutlicht sehr schön, wie fragil dieses 20 Milliarden Projekt ist. Ein Balanceakt der Superlative. Fast alles hängt an den BE-4-Triebwerken und die Ariane 6 ist auch nur eine mäßige, aber dafür teure Stütze. Ich finde das schon sehr witzig, ich kann mir nicht helfen. Ich fand die ganze Aktion von Anfang an sehr witzig. Als ich davon gehört habe, habe ich mindestens 12 Minuten laut gelacht in meiner Küche. Danke fürs Einschalten, per aspera, ad astra.